Es ist mal wieder soweit. Endlich, lang erwartet. Viele Leute haben mich im Stream gefragt, wie sieht denn das mit Nuklearkraft aus? Ich hatte zwar schon mal ein Video gemacht, was die Neuerungen in Update 4 angeht, aber noch nicht wirklich ein Setup gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Stromvideo oder die Stromsetups, die ich dort gezeigt habe. Nuklear hat gefehlt, weil ich dafür extra ein Video machen wollte. Willkommen. Wir gucken uns heute einfach mal an, wie wir ein ansprechendes Nuklear-Setup designen können, wie viel überhaupt maximal möglich ist, mit Nuklearkraft an Megawatt zu erzeugen und vor allem, wie viel Ressourcen wir überhaupt damit verbrauchen, weil das sind immer so die Fragen, die mir im Stream gestellt werden. Apropos Stream, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, 19 Uhr, freue mich auf dich. Jedenfalls, schauen wir uns das mal an. Ihr seht jetzt hier schon mal so ein kleines Nuklear-Setup. Ja, das habe ich gebaut, das gucken wir uns gleich an, aber wir wollen doch erstmal wissen, wie viel geht überhaupt mit Nuklear? Wie viel Uran brauchen wir? Die Frage ist eher, wie viel können wir aus dem vorhandenen Uran machen? Und zwar haben wir 2100 Uran auf der Map, das seht ihr hier im Input, Uranium 2100. Das sind nämlich insgesamt vier Quellen, drei normale, eine unreine, die wir auf jeden Fall übertakten können. Und zwar dann die normalen auf 600 pro Minute mit MK3-Miner und die unreine auf 300 die Minute mit dem MK3-Miner, was dann insgesamt die 2100 macht. Wie viel Strom können wir damit generieren? Kann ich euch gleich zeigen. Das ist der Calculator, wer ihn nicht kennt, Satisfactory Tools. Da habe ich einfach gesagt, machen wir mal erstmal maximal Uran. Das sind 50,4 Uranstäbe und mit diesem 50,4 Uranstäben können wir entspannte 252 Atomkraftwerke befeuern. 252 Atomkraftwerke sind 630 Gigawatt, also 630.000 Megawatt. Insane viel. Du brauchst niemals diese Strommenge. Aber gibt ja immer die superlativen Leute, die das immer gerne machen wollen. Deswegen, diese 252 Atomkraftwerke ballern natürlich ordentlich auch Atommüll raus. Und das sind 2520, ne? 10 die Minute pro Atomkraftwerk, 2520 Atommüll die Minute. Auch eine richtig große Zahl. Aus diesen 2520 haben wir mit Update 4 endlich die Möglichkeit, das in Plutonium-Brennstäbe zu verwerten. Ihr seht das hier, ich habe das mal kurz hier eingefügt, irgendwo hier. 2520 Uranium Waste und die gehen komplett in entspannten knapp 68 Mixereien, die dann dieses Non-Fissile Uranium bauen. Und aus denen machen wir am Ende die Plutoniumzellen in 44,8 Particle Accelerator. Und dann nochmal in 44,8 Assemblern hauen wir insgesamt 22,40 Plutoniumfluorods raus. Jetzt hast du die Wahl, Kollege. Jetzt kannst du die natürlich verfeuern und musst dich dann mit dem Plutoniummüll rumschlagen oder schreddern. Wenn du wirklich komplett Vollgas geben willst und einfach das Maximum an Energie mit Nuklear rausholen willst, dann kannst du die natürlich verfeuern und damit kannst du 224 Atomkraftwerke bedienen. Denn die Plutonium-Fuel-Rods brauchen nur die Hälfte, nee, doppelt so lange, Entschuldigung, doppelt so lange zum Verbrennen wie ein normaler Uranstab. Dementsprechend braucht ein Atomkraftwerk nicht 0,2 wie bei Uran, sondern 0,1. Deswegen auch die Ratio. Also 224 Atomkraftwerke. Das sind 560.000 Megawatt. Wenn du jetzt beides zusammennimmst, dann hast du entspannte 1,19 Terawatt an Strom, die du komplett mit Uran machen kannst. Und dann kommt immer die erste Frage. Ah nein, ich brauche ja, ich bin ja begrenzt durch 1000 Sachen. Das war zumindest bei mir in meinem Kopf so, Schwefel ist immer das Problem. Aber ganz ehrlich, Schwefel ist nicht das Problem. Selbst dieses gesamte Setup verbraucht 4548,46 Schwefel. Du hast aber auf jeden Fall nochmal, insgesamt hast du, glaube ich, an Schwefel 6840, das heißt, du hast sogar noch knapp 2000 übrig. Super, das kannst du nutzen für Batterie, für alles mögliche andere. Auf jeden Fall, Schwefel ist hier nicht die begrenzte Ressource, sondern tatsächlich natürlich das Uran mit 2100. So, das ist natürlich das Maximal-Setup. Ja, das könnt ihr euch hier gerne mal in diesen Dings hier reinwerfen, in diesen Calculator.
Aber dann, wenn ihr hier auf die Zahlen guckt, 84 Manufacturers, die diese Uranium Fuel Units bauen, das ist einfach wild. 84 auch nochmal für die normalen Infused Uranium Cells. Es ist einfach zu wild. Jedenfalls, ich brauche jetzt gar nicht so viel. Und ihr, wenn ihr jetzt gerade Nuklearkraft freigeschaltet habt, dann wollt ihr natürlich erstmal vielleicht ein kleines Setup bauen. Aber auch nicht so klein, dass es sich nicht lohnt. Ja, es gibt verschiedene Setups. Wenn ihr vielleicht schon so Late Game seid, dann habt ihr vielleicht schon 30 bis 50 Gigawatt, Entschuldigung, 50 Gigawatt an Strom, die ihr erzeugt. Da nützt jetzt nichts, irgendein Setup mit zwei Atomkraftwerken zu bauen. 5000 Megawatt, das ist ja nichts. Ne? Deswegen gucken wir uns jetzt mal ein Setup an, was ich mir überlegt habe, was entsprechend 10 Atomkraftwerke befeuert. Und die hat und das Setup, was ich mir überlegt habe, hat tatsächlich ganz geile Ratios. Ja, da braucht ihr nicht viel über Takten, Untertakten, sondern einfach benutzen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an. Wieder back in the game. Das ist hier auch schon das Setup. Ich habe da mal was vorbereitet. Das habe ich mal gestern alles so mal zusammengebaut. Ein paar Sachen ausprobiert. Was brauchen wir dazu? Also im Endeffekt, wir hauen hier 10 Atomkraftwerke raus. Das heißt, du kriegst 250.000 Megawatt, was schon krass ist. Was brauchst du an reinen Ressourcen? Jetzt blende ich euch hoffentlich jetzt da ein. Ja, wir brauchen und zwar Schwefel 170 die Minute, nicht viel. Wir brauchen Uran 250 die Minute, das heißt, es reicht die unreine Quelle. Ne? Stickstoff brauchen wir 120 die Minute. Aus Tier 1 brauchen wir Beton, ja, 180 die Minute. Und da empfehle ich das Alternativrezept nasser Beton, denn dort kriegst du natürlich aus Kalkstein mehr raus, als wenn du den Kalkstein direkt verarbeitest. Kalkstein und Wasser gibt ein bisschen mehr Kalkstein und Wasser brauchst du eh, weil du Atomkraftwerke hast. Ja, da musst du Wasser zuführen, also nasser Beton. Eisenplatten, 10 die Minute, die werden wahrscheinlich irgendwo noch rumliegen in eurer vielleicht ersten Eisenfabrik oder was, die könnt ihr da hinbringen. Aus dem Tier 3 brauchen wir Stahlbetonträger, 6 die Minute. Empfehle ich euch übrigens das Alternativrezept, beziehungsweise das normale Rezept, Beton- und Stahlträger zu machen, weil wir nämlich auch noch Stahlträger brauchen, nämlich 18 die Minute. Ja, das könnt ihr gleich kombinieren, dann baut ihr ein bisschen mehr Stahlträger, nutzt noch das Beton von oben mit dazu und habt dann gleich vor Ort eine Stahlbetonträgerproduktion. Dann brauchen wir noch elektromagnetische Steuerstäbe, nämlich 16 die Minute. Wir gucken uns mal das elektromagnetische Steuerstab-Rezept an und da haben wir eins mit Highspeed-Konnektoren. Die sind immer ein bisschen anstrengend zu bauen, deswegen würde ich euch da einfach das Standardrezept empfehlen und zwar mit den KI-Begrenzern. Wir brauchen nicht so viel davon, deswegen das. Dann brauchen wir noch 10 Kühlkörper die Minute. Die müsst ihr irgendwie rankriegen. Ja, produziert sie woanders und karrt sie dann am besten zu eurer Uran- bzw. Atomkraftwerk-Site-Fabrik. Ihr merkt, das sind nicht viele Ressourcen. Ja, das Einzige, was vielleicht ein bisschen wild ist, sind die elektromagnetischen Steuerstäbe. Aber dazu brauchst du auch nur 16 die Minute. Das kriegt man doch noch ordentlich hin. Und die Kühlkörper. Das sind so die beiden Sachen, die ich jetzt sagen würde, das ist ein bisschen schwierig. Aber gucken wir einfach mal an, wie das alles anfängt. So, willkommen in meiner kleinen Fabrik. Ich habe hier erstmal gefragt, wo Chucky, wo baust du das? Ich habe das jetzt hier an der Gold Coast gebaut. Wir können natürlich das Uran da auch hinkarren. Ich fand es hier ganz gut, weil wir hier eine Menge Wasser haben. Aber generell dort, wo ihr Wasser habt, ist das hier super. Denn ihr braucht schon ein bisschen Wasser. Ne? Das habe ich jetzt erstmal nicht aufgeführt, aber auf jeden Fall solltet ihr in der Nähe Wasser haben. Wir fangen an mit 4 Raffinerien, die einfach aus Schwefel und Wasser entsprechend die Schwefelsäure machen. Und zwar 50, 50, 50 und 20. Insgesamt also 100, lass mich gucken, 170, genau, 170 Schwefelsäure. Mit dieser Schwefelsäure gehen wir hier in 4 Mixer. Ja, also das hier müssen wir ein bisschen runtertakten. Warum, erzähle ich euch gleich. Wir gehen jetzt hier erstmal dann in die 4 Mixer. Und diese 4 Mixer machen aus Uran, Beton und der Schwefelsäure die ummantelte Uranzelle. Das ist auch das Standardrezept. Ja? Was wir hier machen, wir haben 4 von den Dingern und die laufen alle auf 100%. Die sind nicht runtergetaktet. Ja? Das heißt, wir haben ja exakt 4 und wir brauchen auch exakt 4. Daraus machen wir dann, wie gesagt, die ummantelten Uranzellen und zwar 4×25, ergo 100 und 10 Schwefelsäure. Das heißt, 40 Schwefelsäure führen wir wieder zurück. Wir brauchen 4×460, wir führen 40 zurück, also brauchen wir für das Ding hier 120
Kubik Schwefelsäure. Aber wir machen ja 160. Und darum gleich. Also, dann haben wir hier, gehen diese ummantelten Uranzellen raus, 100 Stück. Und die gehen in exakt 5 Manufaktoren. Und deswegen ist das auch so gut teilbar. Ja? Also ihr könnt das natürlich verdoppeln und 20 AKWs hinstellen. Ne? 40 oder 30, immer in 10er Schritten ist das recht gut. Diese 5 Manufaktoren, die machen aus den ummantelten Uranzellen. Ne? Ihr erinnert euch, wir haben 100 durch 5 sind exakt 20, passt auch. Mit den Stahlbetonträgern, die hatte ich ja schon angekündigt. Und hier brauchen wir als erstes die elektromagnetischen Steuerstäbe. Da machen wir Uranbrennstäbe heraus. Und zwar auch 5 Stück. Nicht übertaktet, nicht untertaktet. Exactement 5. Und diese 5 machen, ja, wie gesagt, die Uranbrennstäbe. 5 mal 0,4 sind in dem Fall 2. Und 2 Uranbrennstäbe durch. Oder ja, 2 durch 10. Ne? Damit können wir halt, oder 2 durch 0,2 sind exakt 10. Und schon haben wir hier diese 10 Atomkraftwerke. 0,2 brauchen wir dafür. Das heißt, das hier, das kleine Ding, feuert 10 AKWs, also entspannte 25.000 Megawatt. Nicht 250.000. 25.000. So, das ist schon mal gut. 25.000 ist okay. Ist okay, kann man einfach mal on top nehmen und wir brauchen nicht wirklich viel dazu. Aber es geht ja jetzt darum, ich beispielsweise habe keine Lust, mich mit dem Atommüll zu beschäftigen. Ergo, wir gucken uns mal kurz hier da einmal das Setup an, wie ich die AKWs aufgebaut habe. Ja, so ein AKW braucht ja 300 Kubik Wasser. Und diese 300 Kubik, die werden über 5 Wasserextraktoren angezogen. Warum 5? Die 5, einer macht ja 120, ergeben insgesamt 600. Was ich hier mache, ist natürlich, ich schließe 2 an ein Rohr an. Bitte entschuldigt hier so ein bisschen das Schräge, ich habe mich hier ein bisschen ausprobiert bei den Rohren. Ich schließe 2 an ein Rohr an, habe dort entsprechend 240. Und nochmal 2 an ein Rohr, auch 240. Und das letzte, das teile ich auf die beiden auf und habe dann entsprechend pro Rohr 300. Die 300, ihr seht es hier, gehen hier einmal nach da, zu dem hier und einmal zu dem hier. Das heißt, damit kann ich exakt 2 Atomkraftwerke befeuern und das läuft auch sehr gut. Keine Wasserprobleme hier. Ne? Wenn ihr hier in die Rohre guckt, auch immer 300 Kubik, die hier durchballern. Immer exactement 300 Kubik. So, und das soll auch so sein. Und ich empfehle euch, nutzt auch die Mark 1 Pipes. Die Mark 2 Pipes, ihr kennt es vielleicht aus den Devstreams, sind nicht so ganz OSHA aktuell. 600 Kubik sollen durchgehen, 598 schwankend ist es vielleicht, kommt auf die Framerate drauf an und auf den Berechnungen. Und gerade bei Strom und Atomkraft solltet ihr darauf achten, dass das alles durchgehend läuft. So, diese 10, das habe ich hier exakt auch so gemacht und die laufen auch alle perfekt durch. Auf der anderen Seite seht ihr das auch. Was ich noch gemacht habe ist, und das würde ich euch empfehlen anders zu tun, ich habe hier, kommen die Uranbrennstäbe rein und verteilen sich nach hinten durch. Das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Weil im Prinzip erst die ersten volllaufen, bis in hinten irgendwann mal was ankommt. Ich würde dort einen parallelen Input vorziehen. Ne? Das bedeutet also, ihr teilt das halt so auf, dass alle Atomkraftwerke gleichzeitig befeuert werden. Dann haben wir das Müllproblem. Und zwar so ein Atomkraftwerk ballert exakt 10 Uran pro Minute raus, Uranabfall. Ja, und die gehen hier immer raus, hier vorne, und werden einmal ums Atomkraftwerk rumgeführt und hier hinten auf einer Lane abtransportiert und kommt dann hier raus. Und jetzt kommen wir hier zur Recyclinganlage und die hat schon ein bisschen mehr in sich, da braucht ihr auch ein bisschen mehr Stuff. Aber keine Angst, es ist wirklich komplizierter, sieht komplizierter aus als es ist. Wir haben Atommüll und diesen Atommüll, den werden wir zusammen mit Uran, Salpetersäure und Schwefelsäure weiterverarbeiten. Und ihr seht schon, aha, Schwefelsäure. Genau. Dazu brauchen wir 25 die Minute und insgesamt 50. Ne? Also diese Schwefelsäure hier, diese 50, die holen wir uns natürlich noch vom Anfang an. Ne? Ihr seht hier die Pipe, die habe ich hier einmal lang gespannt. Ich wollte das getrennt haben, deswegen hier. Also die 50 brauchen wir. Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, wir haben hier insgesamt 170 von der Schwefelsäure. Wir brauchen hier 120, also haben wir exakt 50 übrig. Und diese 50 pumpen wir nach hinten. Und ihr seht auch schon hier, die Schwefelsäure hier hinten führe ich über einen Mark 1 Pipe
in diesem mit einem Flüssigkeitsspeicher, falls doch mal irgendwas stehen sollte, hier hinten wieder zurück. Und ja, das funktioniert super, keine Probleme an der Stelle. So, das heißt, da hinten brauchen wir die Schwefelsäure. Die haben wir, Salpetersäure, und dazu brauchen wir, da haben wir exakt einen Mixer. Und wir brauchen auch nur einen Mixer, der auf 100% läuft, keine Übertaktung. Wir brauchen 30 Salpetersäure pro Minute. Wir haben, also hier brauchen wir 15 und hier 15. Es geht exakt auf. Super geile Ratio, Salpetersäure, ein Mixer. Wie macht ihr Salpetersäure? Und da werden die Eisenplatten hier, die 10 pro Minute, plus ein wenig Wasser und diese 120 Stickstoffgas, die ich eingehend erwähnt habe, die laufen durch. Ich habe das jetzt hier einfach mal über die, so einen Entpacker realisiert. Aber die Stickstoffgas oder das Stickstoffgas benötigt ihr ein bisschen Wasser. Das ist ja kein Problem. Und wie gesagt, die Eisenplatten. So, das Zeug geht dann hier rein, zusammen mit Uran und Uranabfall. Ja. Und daraus wird gemacht nicht spaltbares Uran und Wasser. Jetzt könnt ihr natürlich das Wasser auf zwei Arten abführen. Ich habe es hier zum Beispiel mit hier in die Wasserversorgung der beiden Atomkraftwerke eingespeist mit einer kleinen Pumpe und habe hier entsprechend mal ein wenig runtergetaktet. Ein Water-Extraktor, ein Wasserextraktor. Läuft super, die Dinger laufen durch. Das Wasser wird abtransportiert, kein Problem. Ihr könnt es natürlich auch hier einmal zum Beispiel hier reinführen in den Blender für die Salpetersäure oder. Ja. Ist alles kein Problem. So, dann kommt hier raus das nicht spaltbare Uran, und zwar 200 die Minute. Diese 200 nicht spaltbare Uran gehen exakt in zwei Partikel. Die brauchen halt hier 100. Und hier 100. Es geht also wieder ganz genau auf. Zwei Partikelbeschleuniger, die ihr nicht übertakten müsst. Jetzt geht es aber nochmal. Aber die brauchen ja auch noch Uranabfall. 25 die Minute. Wir rechnen mal zusammen. 25 mal 2. Wir brauchen 50 für die beiden. Und 25 mal 2. Wir brauchen auch 50 für diese beiden. Insgesamt also 100. Wir haben 10 Kraftwerke, die genau 100 Müll produzieren. Ihr seht schon wieder, perfekte Ratio. Ja. 100 Müll gehen hier raus, 100 Müllwert wird verarbeitet, und zwar ohne Übertakten. Jetzt haben wir hier 30 Plutonium-Pellets pro Minute, insgesamt also 60. Und 60, und ihr seht schon hier, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Assembler. Die brauchen 10 pro Minute. Perfekte Ratio und in dem Fall noch 120 Beton. Und die machen aus diesen 60 Plutonium-Pellets ummantelte Plutoniumzellen, und zwar 5 pro Minute. Mal 6 haben wir natürlich 30. Das heißt, wir haben jetzt hier 30 ummantelte Plutoniumzellen. Diese 30 schieben wir in exakt 4 Manufaktoren rein. Und hier wird es auch nochmal wild. Hier brauchen wir 4 mal 7,5. Ne, das können wir kurz mal rechnen. Ihr werdet euch nicht wundern, es sind exakt 30. Die gehen hier rein. Ratio geht perfekt auf. Kein Übertakten, kein Untertakten. Diese 4 gehen, diese 30 hier rein, dann brauchen wir noch Stahlträger, die Steuerstäbe und die Kühlkörper, wie eingangs erwähnt. Und daraus werden dann Plutonium-Brennstäbe gemacht. Und zwar exakt 0,25. Das mal 4 gibt genau einen pro Minute. Und ihr seht hier den Schredder. Und wenn hier das eine Ding hier mal fertig ist, okay, gerade, der hier auch noch nicht. Das ist, dauert halt auch ewig, bis es hier einmal durchgeht, weil ne, hier wird zum Beispiel auch zuerst hier links reingeschoben und dann erst in den Rest. Aber der baut hier zum Beispiel ganz gut durch. Dauert auch recht lange. 240 Sekunden, ja, also quasi 4 Minuten, bis so ein Ding durch ist. Und dann wird das hier original reingeschreddert. Okay, das ist das Setup. Wir gehen also nochmal durch. Ich zeige es euch nochmal von oben. Hier ist das Recycling. Hier sind die Kraftwerke, 10 Stück. Finde ich eine ganz, ganz annehmbare Größe. Ihr könnt es natürlich verdoppeln auf 20 oder auch auf 15. Das ist kein Problem. Ich finde 10, also ich würde halt immer 10, 20, 30 so machen in 10er Schritten, weil ihr dann, weil dann die Manufaktoren hier super passen, die passen hier super. Das mit dem Schwefel geht super auf, ja. Hier müsst ihr halt nur ein bisschen runtertakten auf 40%, dass das passt. Ja, und dann würde ich euch empfehlen, so einen kleinen Bahnhof, wo ihr den ganzen Kram dann eben dran karrt. Also, wir machen Schwefelsäure. Aus der Schwefelsäure machen wir mit dem ersten, mit dem normalen Rezept ummantelte Uranzelle. Die ummantelten Uranzellen. Die gehen hier in den Manufaktor, machen entsprechend die Uranbrennstäbe. Es sind keine Alternativrezepte hier aktuell. Ja? Die gehen hier rein und werden verbrannt. Und aus den 100 Atommüll
Die recyceln wir entspannt, machen hier erstmal Pellets draus, beziehungsweise erstmal das nicht spaltbare Uran. Dazu brauchen wir das Uran, Salpeter und Schwefelsäure. Und dann geht das einmal hier in die Partikelbeschleuniger rein. Dort werden die Pellets gemacht. Aus den Pellets machen wir die ummantelten Plutoniumzellen und aus denen dann der Plutoniumbrennstab, den wir letztendlich schreddern. Es gibt natürlich Rezepte, die Alternativrezepte, die noch mehr aus dem Uran rausholen. Aber glaubt mir, nehmen wir mal an, kurze Beispielrechnung, ja? Ihr sagt, Chucky, ich kenne Alternativrezepte, es gibt nämlich zum Beispiel für den Uranbrennstab noch das Alternativrezept, das Standardrezept macht das, wir nutzen übrigens das Alternativrezept, merke ich gerade, das Standardrezept nutzt Quarzoszillatoren und Signalisatoren und Freunde, es ist einfach ein Krampf, die auch zu automatisieren. Quarzoszillatoren, lasst die nochmal gehen, aber wenn ich schon bei Signalisatoren, ihr seht es ja hier, ne, wenn ich da schon wieder hingucke, wieder 4 Inputs, das heißt, du brauchst mindestens Manufaktor, damit das Ding läuft, und dann braucht ihr davon halt auch ordentlich Durchsatz. Ihr braucht sowieso Manufaktoren, ne? Selbst für beide Rezepte. Und das ist einfach nur anstrengend. Und für das eine braucht ihr hier auch nochmal Quarzoszillatoren. Also nicht mein Ding, ihr könnt es natürlich gerne machen. Ich nutze das Rezept darunter, das Alternativrezept. Das ist ein bisschen entspannter, macht zwar nur 0,4 und wir verbrauchen mehr Uran. Aber glaubt mir, selbst wenn du das gesamte Ding, ihr müsst einfach mal kurz durchrechnen, selbst wenn du das mal 10 nimmst, aktuell haben wir ja 170 Uran die Minute, die wir benötigen, oder? Ne, wie hatte ich gesagt? Nicht 170, sondern 250 Uran. Mit dem 250 Uran, selbst wenn du irgendwie 50 machst von den Dingern oder 70, ja, insgesamt glaube ich kannst du 33 von den Brennstäben nach diesem Rezept machen, 33,4, und dann ist das auch fein, ja, dann so viel Strom brauchst du eigentlich gar nicht. Das heißt, stresst euch nicht mit dem Setup, mit den ganzen Alternativsachen, macht es so simpel wie es geht. Das könnt ihr hier nochmal ruhig mal 2x3 nehmen. Ja, das Uran, wie gesagt, 250 pro Minute, ihr könnt 40 hinstellen, da verbraucht ihr gerade mal 1000. Das heißt, ihr könnt im Prinzip 80 hinstellen, da verbraucht ihr 2000. 80 AKWs, einmal kurz gerechnet, entspannte 200 Gigawatt. Finde ich, glaube ich, reicht aus. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, gerne das andere Setup zu bauen. Da habt ihr aber auf jeden Fall mehr Aufwand, um das alles hinzumachen. Und für die Leute, die das Maximum rausholen wollen, viel Glück, ja, 1,19 Terawatt sind drin. Würde mich mal interessieren, ob jemand so ein Setup mal baut. Gerne mal im Discord vorbeischauen bei mir und Screenshots posten. Bin ich ganz wild drauf. An dieser Stelle war es das erstmal mit dem Setup. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Das ist, finde ich, das einfachste Setup, was man machen kann. Es ist auch recht kompakt. Ihr braucht halt eine Menge Wasser, das ist okay. Bei den 10 AKWs in dem Fall also auch 3000 Kubik. Und ihr seht es ja links, das Setup zum Herstellen der Brennstäbe ist recht klein, das Setup zum Recyceln ist recht klein. Das kann man auch ganz gut kompakt stellen. Ich habe es jetzt heute hier mal ein bisschen auf Fläche gebracht, um euch das besser zu zeigen. Wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Chucky.